Wir haben uns in der Organisation gedacht für das Programm, dass wir noch Gedichte vorstellen. Und ich danke Gott dafür, dass er mir geholfen hat, ein eigenes Gedicht zu schreiben. O du mein fehlender Ziegelstein, du bist der Grund für unsere heutige Veranstaltung. Früher waren wir Araber und heute sind wir kunterbunt. O du Initiator der guten Taten, was wären wir ohne dich als Lehrer? Wir wären schlicht orientierungslos, Ego-Liebhaber und Götzenverehrer und zu den Menschen rigoros. O du Vollender des guten Benehmens, in Ta'if wurdest du mit Steinen verjagt, blutend batest du Allah, sie nicht zu bestrafen, und wir sind von unserem Ego geplagt und aufgrund eines kleinen Missfallens geladen. Sind es wirklich wir, nach denen du dich gesehnt hast? Bin es wirklich ich, der deinen Sunna lebt? O du geliebter Prophet, du bist es, nach dem sich unser Herz sehnt. Liebe Gäste, wir kommen nun zu unserer ersten Referentin des heutigen Abends. Und zu ihr lässt sich sagen, dass diese im Jahre 1996 den Islam annahm und anschließend Germanistik und Arabistik in der Freien Universität Berlin studierte und erst 13 Jahre später, also im Jahre 2009, im Fach Arabistik promovierte und seit September 2012 Postdoktoranden am Institut für Islamische Theologie tätig ist. Wir begrüßen Frau Dr. Horsch. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم an alle. Das mit den 13 Jahren merke ich mir. Das werden Sie mit dem Bachelor nicht mehr hinkriegen, so zu studieren, hoffentlich. Ja, das, was ich sage, schließt in einigen an das Gedicht, was gerade vorgetragen wurde. Und dass das ich denke, das ist ein Thema, was uns beschäftigen sollte. Wir werden ja noch einiges über die Bedeutung des Maulids hören, aber ich denke, ich greife nicht zu weit vor, wenn ich sage, dass eine der wichtigsten Bedeutungen die Erneuerung der Verbindung zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ist und die Erinnerung an seine Sira, also sein Leben und das Nachdenken darüber, wie wir uns an seinem Beispiel orientieren können und aus seiner Sira lernen können, um mit unseren Herausforderungen und mit unseren Prüfungen, die wir heute haben, umzugehen. Und die Beschäftigung mit der Sira erinnert uns unter anderem daran, dass wir besser sein können, als wir es sind. Ich möchte zwei unserer heutigen Herausforderungen ansprechen. Es geht ein bisschen über das hinaus, was im Titel angekündigt ist. Und diese Herausforderungen sind fast so alt wie der Islam selbst, aber vielleicht kann man sagen, dass sie sich in unserer Zeit nochmal verschärft haben. Die erste ist wie wir mit unterschiedlichen Meinungen unter Muslimen umgehen innerhalb des Islams. Und die zweite, wie wir mit Muslimen umgehen, die Fehler machen. Und im Nachdenken über diese Fragen möchte ich mich und Sie nur an einige Begebenheiten aus dem Leben des Propheten erinnern. Den meisten von Ihnen werde ich überhaupt nichts Neues erzählen, aber wie wir jetzt schon gehört haben, der Mensch ist vergesslich, Allah hat uns so erschaffen, dass wir vergesslich sind und die Erinnerung brauchen. Und unsere eigenen egoistischen Beweggründe bringen uns häufig dazu, die wichtigen Ratschläge zu vergessen. Deswegen also die Erinnerung. Ja, die erste Frage, wie gehen wir mit unterschiedlichen Meinungen innerhalb des Islams um? Wir haben im Islam nicht nur unterschiedliche Konfessionen und Rechtsschulen, wir haben auch unterschiedliche theologische Schulen. Und darüber hinaus haben wir unterschiedliche kulturelle Kontexte, unterschiedliche Herkünfte und unterschiedliche Erfahrungen, die wir machen, die uns ganz unterschiedlich geprägt haben. Und im Gegensatz zu früher haben wir heute, und zwar insbesondere in den Ländern, in die Muslime aus der ganzen Welt eingewandert sind, alle diese Unterschiede in einer Stadt, in einer Straße, manchmal auch in einer Moschee. Und das ist natürlich auch in Osnabrück so und das ist auch an der Universität so. Und das ist nicht für alle einfach.
Viele tun sich einfach schwer damit zu sehen, dass andere Muslime Dinge anders machen, als sie es gelernt haben in ihrer Familie, in ihrer Tradition, in ihrer Jamaa. Das Thema wird meistens unter der Überschrift Ikhtilaf abgehandelt, also Meinungsunterschiede. Das ist ein sehr weites Feld und man kann viel dazu sagen, aber ich möchte nur auf zwei Punkte hinweisen. Der erste Punkt ist ganz grundsätzlich, dass es im Islam Raum gibt für unterschiedliche Meinungen. Alhamdulillah. Und dieser Raum ist nichts anderes als eine Barmherzigkeit für die Muslime, auch wenn der entsprechende Hadith vielleicht nicht sahih ist, aber die Bedeutung ist sahih. Und dafür haben wir aus dem Leben des Propheten mehrere Beispiele. Und es ist bedeutsam, dass wir diese Beispiele überhaupt haben, weil zu Lebzeiten des Propheten gab es natürlich so gut wie keinen Ikhtilaf, keine Meinungsunterschiede. Und der Grund dafür war nicht, dass sich die Gefährten alle einig gewesen wären, sondern der Grund war schlicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben gelebt hat und dass man ihn fragen konnte. Und die Beispiele, die wir haben, also das bekannteste stammt aus dem Bereich des Fiqh, also des islamischen Rechts, die kommen dann auch Situationen, in denen der Prophet mal nicht anwesend war. Und die meisten von Ihnen werden das bekannteste Beispiel kennen. Die Muslime waren auf dem Weg zu den Bani Quraiza und der Prophet hatte ihnen vorher gesagt, niemand verrichtet das Nachmittagsgebet, außer bei den Bani Quraiza. Und jetzt brach aber die Zeit für das Nachmittagsgebet unterwegs an. Und dann war es so, dass eine Gruppe diese Aufforderung wörtlich verstanden hat. Sie haben gesagt, nein, wir beten erst, wenn wir bei den Bani Quraiza sind. Und die andere Gruppe hat dieser Aufforderung den Sinn entnommen, dass sie sich auf dem Weg zu den Bani Quraiza beeilen sollen und nicht, dass sie das Gebet verschieben sollen. Und sie sind dann einer anderen Aufforderung des Propheten gefolgt, nämlich das Gebet zu seiner Zeit zu verrichten. Und das ist eine Frage, die wir bis heute und über die gesamte islamische Geschichte hindurch diskutiert haben. Wann verstehen wir etwas wörtlich und wann weist der Text auf einen Sinn hin, der nicht identisch ist mit dem Wortlaut? Ja, also das ist eine Frage, die durch die islamische Geschichte durchgeht. Und das Entscheidende an dieser Stelle ist, der Prophet hat keine der beiden Gruppen getadelt. Ihm wurde das nachher erzählt und er hat zu keiner Gruppe gesagt, ihr habt es falsch gemacht, ihr habt es richtig gemacht. Und das bedeutet, es gibt einen Raum für unterschiedliche Interpretationen. Und eine Barmherzigkeit liegt deshalb darin, weil die Menschen eben verschieden sind. Und Allah hat uns verschieden erschaffen, das wird auch im Koran erwähnt. Und wenn wir versuchen würden, alle Muslime in allen Fragen auf eine Meinung festzulegen, hätten wir als Ergebnis Spaltung, weil das nicht funktioniert. Und die Tatsache, dass wir diesen Raum haben für unterschiedliche Meinungen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn begründet hat und die Gelehrten ihn gerechtfertigt haben und beschützt haben, ist einer der wichtigsten Gründe dafür, dass wir in der islamischen Geschichte so etwas wie Inquisition nicht kennen. Mit der einen bekannten Ausnahme zur Zeit der Abbasiden. Aber das ging gerade nicht von den Ahlus Sunna aus und hat Alhamdulillah auch keine Schule gemacht. Also der Prophet hat in diesem Fall keinen für seine Meinung kritisiert, sondern zwei ganz gegenteilige Meinungen nebeneinander stehen gelassen. Was er aber ganz deutlich kritisiert hat, und das ist genauso wichtig, ist Meinungen zu äußern oder mehr noch Urteile zu fällen, wenn man nicht ausreichend Wissen hat. Und das ist der zweite Punkt, den ich ansprechen will. Wer nicht qualifiziert ist, soll sich mit Urteilen zurückhalten. Und auch dazu eine Begebenheit aus dem Leben des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Auch wieder während einer Reise, auf der der Prophet nicht dabei war, ein Mann, der eine Kopfverletzung hatte, musste Ghusl machen, also die rituelle Waschung mit Wasser, Ganzkörperwaschung. Und aufgrund seiner Kopfverletzung fragte er seinen Gefährten, ob es jetzt nicht möglich wäre, anstatt der Waschung mit Wasser, Tayammum zu machen, also die Ersatzreinigung mit Erde, die rituelle Reinigung. Und seine Gefährten haben ihm geantwortet, das würde nicht gehen. Sie würden für ihn also keinen Entschuldigungsgrund finden. Und er hat sich dann gewaschen mit Wasser, hat dabei offenbar seine Wunde infiziert und ist daran gestorben. Und die Reaktion des Propheten darauf, er hat gesagt, sie haben ihn getötet, möge Allah sie töten. Also sehr harte Worte. Warum fragen Sie denn nicht, wenn Sie es nicht wissen? Für diejenigen, die nicht wissen, liegt Heilung in Frage. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat an dieser Stelle nicht die gute Absicht oder die Frömmigkeit als Entschuldigung gelten lassen,
Das heißt, es geht nicht nur darum, dass man eine gute Absicht hat, man muss auch die Voraussetzungen mitbringen. Und darauf weist auch ein Koranvers hin, wo es heißt in Surah An-Nahl, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Also fragt die Leute der Erinnerung oder der Ermahnung, also die wissenden Leute, wenn ihr es nicht wisst. Und das heißt, wenn wir sagen, dass Ikhtilaf Meinungsunterschiede eine Rahma, eine Gnade sind, bedeutet das nicht, dass jede Meinung richtig und gut ist, solange man es eben nur gut gemeint hat oder aus Frömmigkeit diese Meinung vertritt. Es gibt ja auch Muslime, die meinen, dass Frömmigkeit bedeutet, immer die strengste Meinung zu vertreten. Aber wenn man es nur gut meint und nicht die Voraussetzungen mitbringt, ist das Ergebnis eben nichtsdestotrotz oft falsch. Und im Deutschen gibt es dafür ein passendes Sprichwort, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Also man braucht auch die Voraussetzungen. Und das heißt also, der produktive Ikhtilaf, die produktiven Meinungsunterschiede, also der Ikhtilaf, in dem die Rahma liegt, ist ein qualifizierter Ikhtilaf. Und neben dem nötigen Wissen, was man braucht, gibt es natürlich auch noch entsprechende Umgangsformen, die man anwenden muss, wenn man Meinungsunterschiede diskutiert. Also der Rat des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, ich denke, ich tue kein Unrecht, wenn ich sage, an die große Mehrheit der hier Anwesenden, mich eingeschlossen, für diejenigen, die nicht wissen, liegt Heil in Fragen. Die zweite Herausforderung, wie gehen wir mit Muslimen, die Fehler machen? Zu den Unterschieden zwischen den Muslimen hier in Deutschland und überall gehört auch die unterschiedliche Lebensführung und Religionsausübung. Und in manchen Fällen denken wir vielleicht nur aufgrund unseres beschränkten Wissens, dass andere Fehler machen oder Sünden begehen. Und in anderen Fällen sind es oft nur unterschiedliche kulturelle Wertmaßstäbe. Also eine und dieselbe Verhaltensweise ist in einem Kontext völlig okay, in einem anderen kulturellen Kontext gilt das als Affront zum Beispiel. Und auch solche Beispiele kennen wir aus der Sira. Es gab zum Beispiel in den beiden Städten Mekka und Medina, obwohl sie ja in der gleichen Gegend liegen, ganz unterschiedliche Meinungen darüber, welches Verhalten für Frauen angemessen ist. Dann gibt es aber natürlich auch Dinge, die mit Ikhtilaf nichts mehr zu tun haben und eindeutige Fehler darstellen. Aber auch wenn wir sicher sein können, dass es sich um Fehler handelt, wie gehen wir damit um? Begegnen wir diesen Geschwistern, und es sind immer unsere Geschwister, mit Geringschätzung? Halten wir ihnen eine selbstgerechte Predigt? Stellen wir sie vielleicht auch noch vor anderen bloß, indem wir vor versammelter Mannschaft diesen Fehler ansprechen? Zu dieser Frage kann man auch sehr viel sagen, aber mir geht es jetzt vor allen Dingen um unsere eigene Haltung, mit der wir Menschen gegenüber treten. Denn auch wenn man auf dem richtigen Weg ist, wenn man recht geleitet ist, gibt es immer noch eine Gefahr, und das ist die Gefahr, dass man selbstgerecht wird. Und zwar selbstgerecht gegenüber denen, die noch Rechtleitung brauchen. Und das kenne ich also durchaus auch von mir selbst. Ich habe vor und dann nach meiner Konversion ein paar Bücher über den Islam gelesen, ein paar Unterrichte gehört, und nach einer Weile dachte ich dann, ich weiß richtig gut Bescheid. Und dann trifft man ständig auf Muslime, die noch weniger Ahnung haben als man selber. Und man denkt dann irgendwann, wow, ich habe richtig Ahnung. Und dann denkt man auch, ja, man macht ja alles richtig, man betet, man fastet, man spendet, man trägt Kopftuch oder respektive Bart bei den Müllern. Also eigentlich ist man schon ziemlich perfekt so, denkt man. Und dann fängt man an, die Fehler bei den anderen zu sehen. Also er betet zu wenig, sie hat zu wenig Wissen, er ist zu eitel, seine ganzen Äußerlichkeiten, hier ist die Hose nicht lang genug und da ist die Hose zu kurz und sie trägt kein Kopftuch, etc., etc., etc. Wenn man erstmal anfängt zu suchen, also wenn man mit so einer Haltung an die Menschen rangeht, dann findet man endlos Dinge. Wenn wir mal darüber nachdenken, wie wir oft gedanklich mit anderen Menschen umgehen, dann sehen wir, dass wir oft eine sehr beurteilende Haltung einnehmen. Und Entschuldigungen finden wir häufig lieber für uns selbst als für andere. Aber wenn wir so auf andere herunterblicken, und auch wenn es nur eine innerliche Haltung ist, also man muss jetzt noch gar nicht irgendwie jeden auf seine Fehler ansprechen, auch wenn es nur eine innerliche Haltung ist, wir vergessen, dass es allein Allah ist, der uns die Kraft verleiht, regelmäßig zu beten, zum Beispiel. Oder im Ramadan zu fasten. Und dass es nur Allah ist, der uns die Gabe gibt, einige begrenzte Dinge zu verstehen.
Und wir vergessen, dass er diese Kraft von uns in jedem Moment auch wieder wegnehmen könnte und genau der Person geben könnte, auf die wir gerade heruntergeguckt haben. Und es kann sein, dass in der Sünde von jemand anderem eine Gnade erwartet steckt für ihn oder für sie, eine Nirma, und in unserer Frömmigkeit eine Gefahr. Und eben auch Allah hat das in einer seiner Weisheiten so formuliert: Eine Sünde, die zu Scham und einem Gefühl der Bedürftigkeit gegenüber Gott führt, ist besser als eine Gehorsamstat, die Stolz und Arroganz hervorruft. Eine Sünde, die zu Scham und einem Gefühl der Bedürftigkeit gegenüber Gott führt, ist besser als eine Gehorsamstat, die Stolz und Arroganz hervorruft. Denn Stolz und Arroganz und Selbstgerechtigkeit, das sind, wie wir wissen, die besten Einfallstore für Scheitern. Satan hat sich Allah widersetzt, weil er dachte, dass er besser sei. Und wer selbstgerecht ist, der kann auch nicht barmherzig sein. Das schließt sich gegenseitig aus. Und es kann passieren, dass wir dann anstatt ein Agent oder eine Agentin der Barmherzigkeit Allahs für solche Menschen zu sein und ihnen zu helfen, dass wir vielleicht sogar zu einem Hinderungsgrund für sie werden, sich dem Islam wieder stärker zuzuwenden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, und das ist ein ganz berühmter Hadith, einer der bekanntesten Hadithe der islamischen Tradition: Den Barmherzigen gegenüber ist der Erbarmer barmherzig. Seid barmherzig mit denen, die auf der Erde sind, dann ist derjenige, der im Himmel ist, barmherzig mit euch. Und barmherzig muss man natürlich vor allen Dingen mit denen sein, die Fehler haben. Wenn es Menschen gäbe, die keinen Fehler hätten, mit denen würde jeder gut umgehen, sicherlich. Es geht gerade um die, die Fehler haben. Und die auf der Erde sind, also seid barmherzig mit denen, die auf der Erde sind, umfasst alle Menschen, nicht nur die Glaubensgeschwister. Und wenn wir uns jetzt das Beispiel des Propheten sallallahu alaihi wasallam anschauen, dann sehen wir vor allem eins, dass wir mit den Fehlern der anderen barmherzig umgehen sollen. Und unser Prophet hat Barmherzigkeit sogar seinen Feinden gegenüber gezeigt. Vorhin wurde schon die Begebenheit in Taif erwähnt. Als er während der Schlacht von Uhud verletzt wurde, hat er auch für die Mekkaner gebetet und hat gesagt: O Allah, verzeih ihnen, denn sie sind unwissend. Also sie haben ihn bekämpft, er wurde verletzt durch sie und er sucht immer noch Entschuldigung, unwissend. Und er macht dieses Dua für sie, weil er weiß, dass Allah hat ihnen die Rechtsleitung noch nicht gegeben, aber er könnte es in jedem Moment tun. Menschen können sich ändern, und wenn wir in die Sira schauen, dann ist sie voll von Menschen, die sich grundlegend geändert haben. Das heißt, unser Prophet war sogar barmherzig mit denen, die ihn abgelehnt haben, die ihn bekämpft haben, und mit den Muslimen natürlich noch viel mehr. Wir lesen über ihn, dass er die Menschen immer anlächelte, dass er nachsichtig war mit ihnen. Er hat nach denen gefragt, die nicht anwesend waren. Und jeder hat sich in seiner Gegenwart wohlgefühlt. Und er ist auf jeden und jede so eingegangen, wie er oder sie es gerade gebraucht hatte. Also er hat kein Problem mit Unterschieden zwischen den Menschen gehabt. Und wenn jemand einen Fehler gemacht hat, hat er sehr oft gar nichts gesagt. Man konnte dann an seinem Gesicht erkennen, dass ihm etwas nicht gefallen hat. Aber er hat nichts gesagt. Und das heißt für uns, wir müssen auch nicht immer alles kritisieren und korrigieren, was wir an anderen sehen. Das gilt auch für den guten Ratschlag, also für die Nasiha, die richtige Art und Weise, wie man ihn gibt. Und ein wichtiger Punkt dabei ist die Frage, in welcher Beziehung wir zu der Person stehen, die wir beraten wollen. Kann er oder sie den Ratschlag überhaupt annehmen von uns? Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte aufgrund seines Charakters und aufgrund des Rangs, den Allah ihm verliehen hat, eine natürliche Autorität bei den Menschen. Das haben wir nicht. Und die Menschen haben ihn auch von sich aus nach Rat gefragt, und er hat oft auf die gleiche Frage von verschiedenen Personen verschiedene Antworten gegeben, weil er genau wusste, wer welchen Ratschlag braucht. Und diese Menschenkenntnis, die er hatte, das war auch ein Geschenk Allahs. Menschenkenntnis in diesem Umfang haben wir auch nicht. Und wir machen uns oft keine Gedanken, was wir mit einem gut gemeinten Ratschlag zur falschen Zeit und in der falschen Situation alles anrichten können. Vielleicht steckt sie gerade in einer Prüfung, die wir ihr noch schwerer machen. Vielleicht braucht er gerade in diesem Moment nicht unsere Kritik, sondern ein Lob. Vielleicht hat er schon einen langen Weg zurückgelegt, in den letzten Jahren viel an sich bearbeitet, was wir gar nicht sehen, weil wir ihn gar nicht kennen. Und das sind alles Dinge, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir denken, dass wir jemanden korrigieren müssen. Und natürlich
Vor allem müssen wir uns fragen, ob wir auch an unseren eigenen Fehlern arbeiten. Im Koran hat Allah zu unserem Propheten gesagt, in Surah Al-Imran, durch Erbarmen von Allah bist du mild zu ihm gewesen, wärst du aber schroff und hartherzig, so werden sie dir davongelaufen. Und die Menschen haben den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wegen seines Charakters geliebt und an ihn geglaubt. Und sie sind wegen seines Charakters nicht nur ihm davongelaufen, sondern ihm gefolgt. Ja, möge dieses Maulid ein Anlass für uns sein, uns an die Barmherzigkeit des Propheten mit den Menschen zu erinnern, mit allen Menschen. Möge Allah uns helfen, uns unserem eigenen kleinen Ego zu widersetzen, das sich so oft besser fühlen will, indem es auf andere herabschaut. Und möge er uns zu Agenten und Agentinnen seiner Barmherzigkeit machen. Amen. Was darf man sagen, wenn man da kommt? Assalamu alaikum.